Einen wunderschönen guten Tag euch allen miteinander. Das ist der neue Nubelhubel. Naja, neu. Seit November letzten Jahres darf ich damit draußen rumfahren. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich sollte daran nicht rumbasteln. Ne? Das war die Bedingung gewesen. Aber ihr seht, jetzt ist es schon passiert. Aber es hat ja auch seine Gründe gehabt. Es ist natürlich eine Stromversion, die kleinste Version von dem Roller. Mit, ich glaube, 1,8 kW oder 2 kW Elektromotor hier unten dran. Hier ist er. Und das Lauteste an dem Ding ist wirklich die Bremse. Also so leise habe ich selten ein Elektromobil erlebt. Der ging schon ganz gut, bis zur Kilometerzahl 660, und dann ist der immer schwächer und schwächer und schwächer geworden. Dann bin ich irgendwann nur noch mal 10 Kilometer weit gekommen und habe mir dann mal die Akkupacks angeschaut, die hier verbaut sind. Hier sind 3 Stück verbaut und hier unterm Sitz sind noch 2. Also falls ihr die Akkus irgendwann mal auswechseln müsst, bei dem Ding muss das komplette hintere Teil ab. Und dann kommt man ran. Und bei mir war der Fall gewesen, dass es die Akkus, also einen von den Akkus, durchgescheuert hat. Die wurden zwar schon so ein bisschen provisorisch befestigt, aber hier oben war da drin gewesen. Ne, der war dann so durchgescheuert, dass die Batteriesäure hier rausgelaufen ist aus dem Akku und hier überall drauf getropft ist. Hat mich eigentlich irgendwo verblüfft, weil ich gedacht habe, das sind Bleigel-Akkus. Ne? Da ist keine flüssige Säure drin, aber war irgendwie nicht der Fall. Gelöst wurde das Problem dann, indem mit salzsäurefestem Parkettkleber, ich nehme da Sikabond, mal schauen, ob ihr da noch andere Marken wisst, die das genauso gut können. Bei mir hat das Sikabond ganz gut gebracht. Sind die Stellen praktisch, die aufgescheuert wurden, wieder zugeklebt wurden und mit Ammonium-Alaun befüllt wurden. Und seitdem, wie gesagt, bei Kilometer 660 ungefähr kamen die Akkus, und jetzt sind wir bei dem Kilometerstand und läuft einwandfrei. Also Originalkapazität wie am Anfang, kein Kapazitätsverlust seitdem feststellbar, und ab und zu wird neben dem normalen Ladegerät, was hier ist, auch ein selbstgebasteltes benutzt. Und zwar, um die einzelnen 5 Akkus alle gleichmäßig fit zu bekommen. Das sind jetzt 5 Re-EMF Charger, die alle gemeinsam von 2 36 Volt Netzteilen in Reihe angesteuert werden. So, der LED-Treiber bringt zwar nur 300 mA, aber besser als nicht. Ich kann ja auch mal 2 Tage einfach so dastehen lassen, und dann sind meine ganzen Zellen wieder ganz gut ausbalanciert und haben auch eine Re-EMF-Kur bekommen, was der Kapazität natürlich auch zugute kommt. Ja, wird momentan betrieben mit Direkt-Solar, 140 Volt, und ich kann bisher nicht meckern. Trotzdem hat mir die Reichweite noch nicht so ganz gereicht. Ja, so 40 Kilometer kommt man ungefähr in unseren Gefilden hier. Hier gibt es viele Berge. Und deshalb sind hier dann noch extra Akkus reingekommen. Original sind 20 Amperestunden Akkus eingebaut. Hier sind 17 Amperestunden Akkus noch zusätzlich reingekommen. Und auch die werden jetzt jede einzeln mit einem kleinen Re-EMF Charger geladen. Momentan werden sie nicht geladen. Und seht ihr es, dass die hier blinken, wie so eine Atmung. Ab und zu passiert das mal, wenn man mehrere EMF-Charger in Reihe schaltet,
dann ist das so eine Art Akku-Auffrischer, schätze ich jetzt mal. Mir fetzt's. Das ist wie eine Atmung, wie wenn das Ding lebt. Cool. Ich habe ein Moped, was atmet. Es ist jetzt zwar ein bisschen kopflastig, das ganze Teil. Also man muss aufpassen, wenn man es kippt. Ab einem bestimmten Punkt kann man das echt nicht mehr halten. Dafür ist die Reichweite jetzt um mindestens ein Drittel gesteigert worden. Ja, das ist im Endeffekt die ganze Ladung dafür. Zwei große Dünnschichtpanels mit 140 Volt und einem Ampere ungefähr pro Panel. Und ein 12 Volt Panel, was um die 2,5 Ampere raushaut.